Riesenparty auf der Rigaltschen Wiese in Bonn. Die Abiturienten feiern heute sich und das Ende ihrer Schulzeit. Auch Pauline, Emilia und ihr Freund Niklas vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium sind dabei. Heute feiern, morgen büffeln, denn die Abi-Klausuren liegen noch vor ihnen. Es ist ihr letzter gemeinsamer Sommer. Nach dem Abi werden sich ihre Wege trennen. Endlich keine Schule mehr. Endlich frei sein. Doch es liegt auch eine Menge Wehmut in der Luft. Vier Tage vorher. Für Emilia und Pauline hat die sogenannte Mottowoche angefangen. Jeden Tag verkleiden sie sich anders. Heute haben sie sich alle wie ihr Oberstufenleiter angezogen. Ja, wir konnten die ganze Zeit in den Unterricht rein. Okay, was hatte der neue Lehrer jetzt an? Der hatte, war halt als Schüler und wir als Lehrer. Und er hatte eine rote Cap. Ja, so Jogginganzug, Cappy. Ja. So, das, was er sonst nie anhat. Cappy und Jogginganzug in die Schule kommen. Weil wir alle mal aussehen wie Penner. Genau. Okay. Bis zur ersten Abi-Klausur sind es nur noch 24 Tage. Ach, jetzt steht alles fest. Es ist wirklich steht alles fest. Es gibt kein Halbjahr mehr, wo man irgendwie sich noch mehr anstrengen kann. Es ist Juhu auf nicht mehr früh aufstehen, nicht mehr langweilige Fächer. Hausaufgaben. Es ist Angst vor, ich mache am Ende doch nichts. Ich bleib doch so hängen und habe keine Motivation mehr. Mit dem Lernen. Aber ich mache mir einen Plan. Ich stehe immer um 10 Uhr auf, habe ich heute unter der Dusche beschlossen. Ich stehe immer um 10 Uhr auf, nicht um 7. Dann bin ich unproduktiv. Dann gehe ich eher nochmal schlafen. Der Tag ist ja auch viel länger, man hat ja keine Schule mehr. Das Abi rückt immer näher, der Countdown läuft. Und danach? Also ich habe jetzt keinen NC, den ich unbedingt erreichen muss. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was ich studieren möchte. Aber ich hätte schon gerne eins vorne stehen. Ich würde schon gerne im guten Dreier- bis schlechten Zweier-Bereich würde ich mich jetzt hoffen. Aber ich bin da, ich für mich ist im Moment die Stimmung einfach haben, ehrlich gesagt. Ich könnte mir schon was in die Richtung mit Physik vorstellen. Also Maschinenbau finde ich interessant, aber weiß ich nicht, ob das meine Richtung wird. Aber ja, Physik finde ich schon sehr interessant, so ein bisschen in die Männerberufe reinschnuppern, ja. Ich weiß, was ich machen will. Ich weiß nicht, ob alles genauso klappt, wie ich es mir vorstelle, aber ich würde ja gerne Hebamme werden. Und wenn ich nicht diesen Herbst sozusagen noch für eine Ausbildung angenommen werde, dann möchte ich ein Praktikum machen und mich dann für ein nächstes Frühjahr oder Herbst auf jeden Fall auf eine Ausbildung bewerben. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Also ich habe mir schon so ein Jahr sozusagen geplant, also ich habe noch nichts Festes, aber dass ich da erstmal, ich würde gern reisen oder auch irgendwie ins englischsprachige Ausland, ein bisschen mein Englisch so verflüssigen und Geld verdienen, aber auch die Welt sehen und dann irgendwie in einem Jahr dann erst anfangen zu studieren. Die beiden machen sich fertig für den Abi-Streich. Jetzt gehen wir in die Schule. ohne Schule und zelebrieren den letzten Tag. Sie treffen sich mit ihrer Stufe schon um 7:30 in der Schule, um den Abi-Streich vorzubereiten. Ihr Abi-Motto? Durchgemacht. 6 Stunden Schule sind besser als gar kein Schlaf. Emilia, Pauline und eine Freundin nehmen das Motto wörtlich. Ja. Oh. Da, jetzt geht's los. Komm rein. Da schlafen wir. Den Schülern der Unterstufe zeigen sie, dass man hier ganz prima schlafen kann. Guten Morgen, aufstehen. Na, habt ihr alle gut geschlafen? Bevor so richtig gefeiert werden kann, gibt's aber erstmal die Vorabinoten und Aufmunterndes von Schulleiter Lutz Hasbach und Oberstufenkoordinator Jens Liebreich. Ich
wünsche Ihnen für die anstehenden Abiturarbeiten und die mündliche Prüfung alles, alles Gute. Ich drücke allen die Daumen. Was man sagen kann, es haben alle, darf ich das schon sagen, Jens? Es haben alle die Zulassung erreicht. Lasst euch von den anstehenden Prüfungen nicht unterkriegen. Ihr schafft das und wir drücken euch ganz fest die Daumen dazu. Pauline kann ihr Glück kaum fassen. Ihre Noten sind besser als erwartet. Emilia dagegen ist nicht ganz so glücklich. Weiß nicht. Kann ich echt nicht sagen, weiß nicht. Noten hin oder her, für die Schüler ist die erste Etappe zum Abitur schon mal geschafft. Und das wird gefeiert. Ab zu den anderen Abiturienten auf die Rigalsche Wiese. Emilias Freund Niklas ist auch dabei. Die beiden sind seit über einem Jahr zusammen. Er hat sich ein Jahr zurückstufen lassen und ist deswegen heute nur als ihr Begleiter dabei. War freiwillig zu wiederholen, weil mein Schnitt halt auch im ersten Halbjahreszeugnis nicht sonderlich gut war. Deswegen ich mir dann dachte, okay, um natürlich am Ende dann einen besseren Abischnitt zu haben. Also es ist echt anstrengend, wenn man so sieht, wie alle am Feiern sind und sich freuen und sagen, oh, letzte Schulwoche, letzter Schultag. Und man selber weiß, ich hätte jetzt auch dabei stehen können, um das genau das Gleiche sagen können. Aber kann ich leider nicht. Das war pretty sad. Kann auch nur dir passieren. Mittlerweile ist nicht mehr Feiern, sondern Lernen angesagt. Die erste Abi-Klausur in Mathe steht vor der Tür. Für Pauline ist ihr Leistungskurs auch ihr Lieblingsfach. Emilia hat Mathe als Grundkurs und versteht gerade gar nichts mehr. Also macht sich Pauline auf den Weg, um ihrer Freundin Stochastik zu erklären. Ja, Stochastik, ne? Ich kann gar nichts mehr. Gar nichts. Ich kann mir nicht merken, wie soll ich mir das alles merken? Warte, lass einfach mal eine Aufgabe machen. Da merkt man so, was man nicht kann, weißt du? Niklas hat versprochen, seine Freundin Emilia in der Lernphase zu unterstützen. Heute kocht er. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das dann. Okay. Bei Emilia macht sich langsam echte Verzweiflung breit. Auf jeden Fall hat sie mir eben auch noch gesagt, darf ich sie gar nicht ablenken. Ich muss einfach nur schweigen und mich ins Bett legen und schlafen. Ich darf ja keinen Mucks machen, was sie irgendwie aus der Fassung bringen könnte. Und ja, ich soll ihr dann tausendmal sagen, dass sie es schaffen wird und dass sie alles kann und so. Ja. Also sie ist sehr aufgeregt, denke ich mal. Ich glaube, es ist eigentlich gut, dass es jetzt auch bald ist. Ja. Dann ist es vorbei, so ein bisschen dieser Stress. Ja. Dann. Adios. Gleich, viel Spaß oder viel Erfolg. Ja, lass uns dann mal treffen in der Schule. Ja. Okay. Ciao. Lernen ohne Ende. Ohne Pauline sehen die Aufgaben viel komplizierter aus. Aber wie steht's eigentlich mit Emilias Plan, nach dem Abi eine Hebammenausbildung zu machen? Also ich wurde von der Hebammenschule in Mainz leider abgelehnt, aber es war meine erste Bewerbung, mein erstes Vorstellungsgespräch, meine erste Absage. Ich glaube, das sind ein paar erste Male, die ich so verkraften kann und das ist okay für mich. Ich habe am Anfang, war ich echt traurig und es war ein kurzer Moment, wo ich gefühlt meinen ganzen Traum an mir vorbeirasen gesehen habe und dachte, okay, dann werde ich halt doch, keine Ahnung, Putzfrau, was weiß ich, ich bleibe alleine zu Hause und krieg gar nichts mehr auf die Reihe, aber das hat dann 5 Minuten gedauert. Aber jetzt mittlerweile
denke ich einfach nur weiter. Der Tag der ersten Abi-Klausur. Jetzt wird es wirklich ernst. Ich hatte so ein gutes Gefühl, und dann plötzlich sehe ich gestern diesen einen Test. Und da konnte ich nichts, null, niente. Und das hat mir jetzt das Gefühl in den Kopf gesetzt, ich gehe da rein, als würde ich eine Chinesisch-Klausur schreiben und müsste den Text analysieren. Aber das ist eben normal, Emmy. Ein Tag vor der Klausur ist der Kopf, da brennt der. Da beweist man sich nur, dass es nicht geht. Habe ich geschafft. Ja. Muss wieder vergessen. Oh, ich wäre echt zickig, wenn ich doch aus Sektor ankomme. N über K mal P hoch K mal 1 minus P hoch N minus K. Wann bist du denn nachher da? Ab 1:30 bin ich hier. Dann bin ich, keine Ahnung, wie lange schreibe ich überhaupt? Weiß irgendwer, wie lange ich bin hier, wenn du kommst, ist egal, wann du kommst. Pauline wird von ihrer Mutter gebracht. Ich habe tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Magengrummeln, als müsste ich da selber jetzt rein. Ne? Ja, aber wir waren ganz entspannt, hat gefrühstückt und hat noch ganz viele Nachrichten bekommen, ne, dass so viele an sie denken. Ja, aufregend, ja. Es kam Gott sei Dank keine Stochastik dran. Oh, mir ist echt so ein Stein vom Herzen gefallen, als ich da das Blatt umgedreht habe. Aber irgendwie ein Teil war so ganz gut und der andere hat so gar nicht funktioniert. Aber irgendwie bin ich gerade einfach nur so weg. Verdrängen, ja. Pauline muss im Leistungskurs noch 2 Stunden länger schreiben. Ja, wie war's? War ganz gut eigentlich. Außer der hilfsmittelfreie Teil habe ich ein bisschen verkackt, aber ja. Ich habe keine Aufgabe nicht. Wir haben Sit-Outs. Boah, geht so gut. Ich kann gar nicht mehr gerade. Übermorgen steht für Emilia die 2. Klausur in Englisch an. Aber gerade kann sie sich nicht darauf konzentrieren, denn sie ist bei der Hebammenschule in Mainz nachgerückt und hat ab Oktober einen Ausbildungsvertrag. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Das war wirklich das Letzte, woran ich gedacht habe, dass da noch mal was passiert. Ich habe das schon komplett ausgeblendet. Also meine Mutter hat noch so gesagt, ja, Warteliste, das kann ja vielleicht was heißen, vielleicht kommt es ja echt noch rein, aber ich wollte da jetzt auch keine Hoffnung mehr reinsetzen. Und dann plötzlich hat das irgendwie gestern alles wieder komplett Coach gemacht. Ich habe ganz andere Gedanken wieder gehabt, habe wieder über Sachen nachgedacht, die ich schon voll verdrängt hatte. Dieser Traum ist wieder jetzt viel näher gekommen. Und ja, in 3 Jahren, wenn alles gut läuft, bin ich dann Hebamme. Doch jetzt geht's erstmal um die Englischklausur übermorgen. Ich hoffe, ich denke während der Klausur nicht zu viel an Mainz, weil gerade mein ganzer Kopf voll ist mit so kleinen Träumchen, was alles passieren könnte. Ich versuche mich zu konzentrieren. Es fällt mir sehr schwer, aber ich gebe mein Bestes. Ja, aber der Druck hat nachgelassen im Moment auf jeden Fall, weil ich weiß, selbst wenn ich jetzt kein 1-0-Abi mehr hinkriege, was ich sowieso nicht hinkriege, habe ich was, wo ich hingehen kann. Ich bin drin. Emilias Mutter freut sich für ihre Tochter, obwohl das Haus dadurch schneller als gedacht leerer wird. Emilia ist seitdem auf Folge 7. Also für Emilia ist jetzt schon das Leben danach ganz realistisch. Sie guckt nach einer Wohnung und
überlegt, wie sie das macht, ob sie dann am Wochenende nach Hause fährt. Also es ist Planung für das danach. Während Emilia und Niklas sich nach den Prüfungen ein langes Wochenende gönnen, fährt Pauline mit 8 Freundinnen ein paar Tage nach Holland. Zum ersten Mal mit dem Auto. Sie haben sich in einer Ferienanlage ein Häuschen gemietet. Bevor sich ihre Wege demnächst trennen, tut es gut, noch ein letztes Mal Zeit gemeinsam zu genießen. Sie machen sich viele Gedanken über den neuen Lebensabschnitt, der jetzt vor ihnen liegt. Viele von ihnen haben sich für ein Gap Year im Ausland entschieden. Wenn man halt auch so behütet aufwächst, ist es halt auch einfach so dieses erste halbe Jahr, dass man auf sich alleine gestellt ist und so das erste Mal überlegen muss, okay, wo kriege ich jetzt mein Essen her? Und irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn man... Es ist jetzt egal, ob man direkt anfängt zu studieren oder halt erstmal verreist, aber es ist halt beides irgendwie so der erste Schritt. Von daher ist es ja schon so eine Reise zu sich selbst. Für mich ist es auch voll wichtig, einfach mal diesen Schritt zu gehen, so von zu Hause mal für einen längeren Zeitraum wegzugehen. Also ich weiß, dass mir das, glaube ich, echt schwerfallen wird. Deswegen tendiere ich momentan auch fast ein bisschen mehr zu London als zu Australien, weil es einfach näher ist. Aber ich weiß, dass ich halt mich hinterher, dass es mir so viel bringen wird, wenn ich diesen Schritt halt gegangen bin, einfach mal alleine so loszugehen. Ja. Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park, erst morgen früh zurück. Zeit ist knapp, sind verschwenderisch. Man sagt nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie es war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch selber schreiben. Genug freie Seiten für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Sie sind die Zukunft. Und das ist für sie nicht nur ein schöner Gedanke. Ich habe das Gefühl, dass Politiker vor allem die jüngeren Generationen, unsere Generation, nicht sehen oder auch nicht sehen wollen. Ja. Dass es halt alles alte Menschen sind, die so sich denken, ja, in 30 Jahren sind wir nicht mehr hier. Das heißt, so die Belange der Zukunft interessieren uns nicht so. Ich glaube, das wurde schon oft gesagt, letztendlich sind aber wir diejenigen, die noch länger leben als die Generation vor uns. Ja, einfach diesen Generationskonflikt beachten, einfach merken, dass wir noch da sind, wenn die ihre Autos gefahren sind und die Umwelt dann verschmutzt sind, sodass wir dann damit dealen müssen und es ja schon tun. Und es eigentlich ihre Aufgabe wäre, uns eine gute Zukunft zu schaffen, beziehungsweise eine Zukunft, in der wir keine Angst fürs Überleben haben müssen, so ungefähr, oder beziehungsweise für unsere Kinder auch später. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich in die Politik gehen will, gar nicht so sehr, weil es mir so Spaß macht, aber einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es nicht mache, sozusagen, wer macht es dann? Also wenn man wirklich Anliegen hat, die man wichtig findet, dann muss man vielleicht auch einfach sagen, okay, ich mache es jetzt selber. Ja, sagen, genau. Ja, dann engagiert man sich. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Emilia und Pauline gehen zur Schule und holen sich ihre Abi-Noten ab. Wer 3 Punkte besser oder schlechter war als in den Vornoten, muss in die Nachprüfung. Davor haben beide Angst. Und? Keine Nachprüfung! Ja! Also, ich habe 2,8. Ja. Ja, ich habe 1,7. Ja, in Mathe war ich immer richtig. Mathe war immer mein schlechtestes Fach. Das ist jetzt mein bestes. Also mein bestes schriftliches Fach. Ich habe nicht so gepunktet in Englisch. Da habe ich fast zu wenig gehabt. Also ich hätte fast in die Nachprüfung gemusst. Ist aber im Prinzip egal, weil ich habe 2,8 und damit bin ich sehr zufrieden. Ich kann noch in Englisch, und das würde ich wahrscheinlich auch schaffen, noch 2 Punkte dazu kriegen. Und dann hätte ich 2,7. Aber. Der Stress ist es irgendwie nicht den wert, Stress oder? Ist es nicht wert, ganz ehrlich. Den Stress ist es absolut nicht wert. Ich habe keine Lust. Ich lasse es jetzt. Ich habe Bock auf Schwimmbad. Ich habe Bock auf Essen. Ich koche dir was. Ja? Ja.
Das Abitur ist in der Tasche. Auch Emilias Mutter ist stolz und erleichtert. Das muss gefeiert werden. Als nächstes steht der Abiball an. Cool. Ihr wollt ja nicht auf die Party danach, ne? Nein. Dankeschön. Gut. Das habe ich jetzt auch nicht angegeben. Dann können wir ja Mitternacht in die Cocktailbar ziehen. Alle Eltern. Aber vorher geht's erstmal nach Mainz. Im Oktober beginnt dort Emilias Ausbildung zur Hebamme. Bisher kennt sie die Stadt noch gar nicht. Wird sie sich dort wohlfühlen? Und ich spüre Leben. Lauf im Sommer. Ach, dann hätte man 31. Das ist das Höchste, was es gibt. Also gestern Abend ist mir das erst so klar geworden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, Montag fahren wir nach Mainz. Cool, cool, cool. Da bin ich dran gedacht. Und dann gestern Abend dachte ich so, boah, das ist jetzt doch das erste Mal, dass ich mir die Stadt so richtig angucke. Schon gespannt, ob ich jetzt schon irgendwo so eine Ecke sehe, die ich schön finde, wo ich sage, oh, hier könnte ich noch mal hinfahren. Ja, ich kann das auch noch gar nicht realisieren, dass du dann irgendwie weg bist. Oder generell, dass so alle jetzt so ihren eigenen Weg gehen. Bisher hat Emilia im Netz noch keine WG gefunden. Deswegen wollen die beiden Zettel in der Hebammenschule aushängen. Muss ich noch gucken. Ich hoffe, dass ich da noch was Gutes, was Schönes finde. Im Notfall ist es ja auch gar nicht so schlimm, irgendwie am Anfang zu pendeln. Muss ich mal gucken. Und wie sind Paulines Pläne? Also ich möchte Au-pair machen, in London gerne. Aber ich habe mich auch noch um nichts gekümmert. Ich will das irgendwie nach dem Abiball, jetzt ist gerade so viel, irgendwie so Entlassfeier, Gottesdienst, Abiball, danach mal in Ruhe dann angehen. Und dann, ja, ich wollte eigentlich erst nach Australien. Ich hätte dich auch in Australien besucht, wahrscheinlich. Aber nicht so weit weg. Ich finde halt London auch, ist mega die nice Stadt. Auf Emilia und Niklas kommt demnächst eine ganz andere Herausforderung zu. Ab Oktober heißt es Fernbeziehung Bonn-Mainz. Das war ja auch von Anfang an klar, dass jeder irgendwann mal seinen nächsten Bildungsweg geht oder wie man das nennt. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass andere das so machen, aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen, jetzt für eine Beziehung dann nicht den Schritt zu gehen, den ich gerne gehen würde und nicht den Beruf zu erlernen, den ich gerne erlernen möchte. Niklas muss noch ein Jahr die Schulbank drücken, bevor es für ihn losgeht. Gefährdet das Ihre Beziehung? Ich bin da zweigeteilt mit meiner Meinung. Einerseits freue ich mich da total, dass sie den Platz gekriegt hat, weil sie es ja machen will. Aber andererseits für die Beziehung, wir sehen uns jetzt oder haben uns jetzt die anderthalb Jahre, ich würde mal sagen, fünfmal die Woche gesehen. Und dann läuft es darauf hinaus, dass wir uns vielleicht alle zwei, drei Wochen einmal am Wochenende sehen. Das wird halt schon eine schwere Umstellung. Und halt eine Herausforderung, also, weil ich finde, das ist, glaube ich, so die schwierigste Zeit für eine Beziehung, so nach der Schule. Jeder geht seinen getrennten Weg. Aber wenn man die durchsteht, hat man es, denke ich mal, geschafft. Ja. Emilia und Pauline machen sich vom Bahnhof aus auf den Weg zur Hebammenschule. Und sind schwer begeistert von der neuen Stadt. Ah, hier war ich schon. Cool. Aha, wenn ich dann jeden Tag hier so reingehe. Du warst auch. Die Schule wird für die nächsten drei Jahre ihre Anlaufstelle sein. Da würde eine Wohnung in der Nähe, am besten in einer WG mit anderen Schülern, perfekt passen. Ja, Der große Tag ist gekommen. Pauline will sich eine richtig aufwendige Frisur für den Abiball machen lassen. Ja. Und was wird's? Locken und halb hochgesteckt. Sehr gut. An diesem Tag gönnt sich auch Paulines Mutter eine besondere Frisur. Wenn man das in Maßen macht, finde ich das in Ordnung, sie schick zu machen. Das ist also völlig okay, aber ich glaube, manche übertreiben das und geben da wirklich Unsummen aus. Und
kann mir gut vorstellen, dass das halt auch manche Familien, die jetzt nicht so die Mittel haben, dann auch wirklich extrem unter Druck geraten. Ne? Mhm. Das da mitzuhalten, weil ne, da, das, glaube ich, ist schon für viele schon eine Herausforderung. Aber auch emotional ist dieser Tag eine Herausforderung. Loslassen, ne? Mhm. Das ist angesagt. Also ich habe gedacht, es wird mir leichter fallen, aber ich sitze jetzt nicht da und heule den ganzen Tag. Mhm. Aber ich bin nachdenklich, bin auch melancholisch, bin wehmütig. Doch gerade überwiegt ein ganz anderes Gefühl, der Stolz auf die eigene Tochter. Oh, das sieht so schön aus, wirklich. Wie gemalt. Und auch Pauline findet sich schön. Jetzt kommen die Tränen. Du darfst mich nicht anfassen. Zur gleichen Zeit hat sich bei Emilia ihre ganze Familie versammelt. Vor dem Abiball wird erst noch mal auf ihren 18. Geburtstag angestoßen. Mama, das ist so noch Kindheit. Musst du noch dein Hemd bügeln? Nee, das ist für mich. Das hat doch jemals. Könntest du Niklas Hemd bügeln? Weil ich kann das nicht. Kann ich. Solange deine ich meine möchtet ihr noch einen sauberen Teller? Nee. Ich werde jetzt abhauen. Und dann ist er endlich da. Der Moment, auf den alle hingefiebert haben. 12 Jahre Schule sind Vergangenheit. Jetzt geht's mit voller Kraft Richtung Zukunft. Diesen besonderen Moment möchten sie ganz für sich alleine haben. Drei Kleider passen zusammen. Das sticht. Wir kommen ein paar Tage später wieder und fragen, wie war's? Weißt du, die Kleider? Jetzt kommt es mir gerade schon voll weit weg. Vor am Sonntag nach dem Abiball war ich so richtig so, mein Gott, das ist vorbei. Und irgendwie kommt es mir jetzt gerade schon. In ein paar Jahren werden sie beim Anblick dieser Bilder denken, ach, wie jung wir da noch waren. Ja, super, mega schön. Ja. Ich war auch erstaunt, wie schick es eigentlich war. Ich habe irgendwie nicht erwartet, dass es so schick wird. Aber eigentlich war es genau die gute Mischung von locker und sind nicht so steif und müssen den perfekten Walzer tanzen und alles ist auf die Sekunde genau geplant. Also, aber trotzdem noch edel und man hat sich halt besonders gefühlt als auf einer normalen Party. Ja, es war irgendwie, alle waren so happy und alle waren irgendwie auch schon so ein bisschen so wehmütig und es war irgendwie so eine mega schöne Stimmung. Es riecht nach Neustart, hab endlich Rückenwind. Ich schaue nach vorn, wenn Stunde Null beginnt. Die Stunde Null beginnt. Oh, die Uhren stehen und